voll verrückt. Der ist die Klippe runtergestürzt. Wer hast du das mitbekommen? Wovon redest du? Wovon ich rede? Sag bloß, dieses riesige Monster am Himmel, Fahmido, ist dir nicht aufgefallen? Doch. Dem haben wir es zu verdanken, dass hier alle ausflippen. Wenn ich ein geübter Krieger wäre, würde ich das Ding einfach frontal angreifen. Nein, das ist keine gute Idee. Frontal sowieso nicht. Der frisst dich auf, du. Ich sag's dir. Was geht hier? Was hat der denn für eine geile Frisur? Hallo, du? Hallo? Oh, tut das weh, so ein Mist. Was ist? Das ist mein Problem. Nicht deins. Verdammt, dieses Monster. Hertis, komm. Hallo, wer bist du? Ich bin Hertis. Ich baue die besten Bogen in ganz Halul. Zumindest theoretisch. Solange ich meinen Flügel nicht bewegen kann, baue ich gar nichts. Kann ich dir irgendwie helfen oder so? Na, ich hätte besser auf den Häuptling hören sollen. Gute Besserung. Danke. Kann ich dem irgendwie helfen? Oh! Oh! Ein Schwalbenbogen. Ein verbreiteter Bogen beim Volk der Orni. Um ihn für den Luftkampf zu optimieren, wurde die Sehne so gestaltet, dass sie besonders schnell gespannt werden kann. Hm, okay. Hä? Hey! Oh, es tut mir leid. Nimm ihn einfach. Im Moment kann ich eh nichts damit anfangen. Oh, entschuldige. Okay, danke. Was ist das? Revali-Platz. Revali? Oh nein. Das ist Revalis Platz. Es ist so schön hier. Es ist so schön designt, dass sie hier so... Dass sie hier abfliegen und so ein Zeug. Das ist so cool hier. Hey du. Guten Tag, Bella. Herr Reisender, hast du Famido gesehen? Wir sind ratlos, was wir tun sollen. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, wird mein Herz so schwer. Wann können wir endlich wieder unbeschwert das Leben genießen? Bald. Seit dieser Famido aufgetaucht ist, kriege ich kaum einen vernünftigen Ton heraus. Alle so deprimiert und alles traurig und alles blub und bla. Oh nein. So, bevor ich jetzt weitergehe, gehen wir aber in den Tempel. In den Schrein. Ha. Damit wir mal zwischendurch was anderes haben hier. Akku-Vater-Schrein. So, hallo. Erstmal die Damen. Amali, oh, ich wünschte, sie würde langsam vernünftig werden. Du bist echt hübsch. Du siehst wenigstens mal anders aus als die anderen. Du bist was Besonderes. Was ist denn los? Kiel, unser Nesthäkchen, quengelt ständig herum, dass sie zu den Brüderfelsen will. So geht das seit Tagen. Wir haben 5 Töchter, musst du wissen. Seit dieser Titan aufgetaucht ist, sind sie launisch geworden und rauben mir nur noch den letzten Nerv. Wenn mein Mann nur wieder bei uns wäre, dann wäre alles einfacher. Aber nein, er erfüllt einen wichtigen Dienst. Ich darf nicht auch noch anfangen, eigensinnig zu werden. Wer ist denn dein Mann? Aber nicht Rivali, ne? Oh, interessant. Alle sagen, dass ich das Dorf nicht verlassen darf, weil es draußen so gefährlich ist. Ich will doch nur mit meinen Schwestern an den Brüderfelsen singen. Famido ist so blöd. Hey, Kiel, sowas sagt man nicht. Aber... Oh. Das könnte ja die Mängel sein. Ah, guck mal hier, Zutat, scharfer Grillteller. Aha, Fisch, Wild und Chili. Ah, okay, danke schön, Mängel. Danke schön. So, erstmal hier den Schrein aktivieren. Damit wir jederzeit hier wieder zurück können, Freunde. Na? Da-da-da-da-da-du. Wunderbar. Und los geht's. Gehen wir gleich mal hier rein, ne? Splendid, wonderful. Zu Pferd sind Waffen, ja, alles klar. Okay. Jetzt bin ich immer gespannt. Windräder, ach du Schlonskowski. Was ist das schon wieder für ein Scheiß? Oh. Hä? Was ist dann da oben? Oh. Hä? Hä? Okay. Es müssen sich wahrscheinlich alle Windräder drehen.
Oh. Ja, ist ja voll nervig. So. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Oh Gott, das ist ja eine. Das ist bescheuert. Moment. Ich denke, dass du dich hier lang drehen musst. So. Das drehen sich ja schon fast alle. Haben wir da? Nein. Okay, macht nichts. Ach so. Oh Mann. Okay, okay, Moment. Wie komme ich jetzt alle zum Drehen? Du musst da lang. So. Ja, und so. So, jetzt fehlt noch ein Rad. Ah, ups, Entschuldigung. Ah, Fleischspieß mit Pilzen. Menge, du musst mir jetzt nicht alle Zutaten schicken, aber danke dir. Danke dir. Scharfer Grillteller war halt erstmal wichtig. So. Warte, ich muss mir das ansehen. Ich schicke dir gleich mal den Link mit der Rezept. Das ist eine gute Idee, danke. Mach das mal. So, wie ist das denn jetzt hier? Ah, guck an. Ist ja einfach. Hätte ich jetzt fast nicht gesehen, ne? Schau, der hier fehlt noch. Fertig! Na, siehst du mal, war gar nicht so schwer. Ging. Weg mit der Axt. Und Hallöchen. Vielen Dank für die Bewährung. Pups. Leute, 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 was ist da los? Jetzt haben wir ein Zeichen. noch drei. Dann kann ich Ausdauer leveln. Möchte ich halt wirklich machen, ne? Okay. Gut, Freunde. Ich würde auch immer sagen, wir reisen auch wirklich gleich weiter. Wir machen gleich wirklich das Hauptding, was ich noch machen wollte. Ich wollte noch zum Donnerplateau mit euch, auf jeden Fall. Und dann so allmählich nach Ateno eigentlich, ne, Haus kaufen. Oh Gott, es gibt noch so viel zu tun jetzt. Oh mein Gott. Okay. Ja, es wird schon, das wird schon. Dorf der Orni. Es ist so schön hier. Hm. Und da vorne ist noch ein Tempel. Ich mach die offscreen. Ihr wisst das. Ihr wisst das. Soll ich jetzt echt mit euch allen reden eigentlich? Hi. Hallo. Dank dieses Famedo ist das ganze Dorf in Aufruhr. Welchen Güter kriege? Achso. Hast du schon erzählt, my boy. Hier geht's weiter hoch, guck mal. Hui. Hallo? Bist du ein Reisender? Wieso? Nein, nein, es ist nichts. Saki, spuck's aus. Ja? Bitte kümmere dich nicht weiter um mich. Oh, sieht aus wie ein Gänserich. Süß, der Kleine. Gut. Ah, du bist wohl der Meister. Hier. Der sieht ja lustig aus. Eine Eule. Oh, ein Gast. Hm. Oh, was du da am Gürtel hängen hast, ist das etwa... Na, wo sind meine Manieren? Ich bin Kaneli, der Häuptling des Dorfes der Orni. Also, was du da am Gürtel hängen hast, ist das ein Schikastein? Genau. Hoho, es stimmt also wirklich. Du bist eine Recke und kannst wie Revali den Titanen Famedo steuern. Echt jetzt? Ich kann ihn steuern? Das wäre voll geil. Nein, nein, es kann nicht sein. Die Recken wurden vor 100 Jahren ausgelöscht. Er muss den Schikastein geerbt haben. Oh, verzeih mir. Ich war in Gedanken. Nachfahre des Recken, wenn du meine Bitte erhörst, werde ich dir ewig dankbar sein. In Ordnung. Ich danke dir.
Nun, da ich weiß, dass du der Nachfahre eines Recken bist und nicht wirklich ein Recke von vor 100 Jahren, das ist einfach völlig unmöglich, habe ich eine große Bitte. Ich möchte, dass du Pharmedo, der über uns am Himmel kreist, aufhältst. Bist du mir Schurke? Ich bin doch nur der Nachfahre. Es gibt nur einen Weg, einen Titanen zu stoppen. Ein auserwählter Recke muss in sein Inneres eindringen und die Kontrolle übernehmen. Theba und Hertes, zwei übermütige Jünglinge aus dem Dorf, haben versucht, Medo auszukundschaften. Dabei ist Hertes verletzt worden. Aber du bist der Nachfahre eines Recken, deshalb erhöre meine Bitte. In der Nähe des Dorfes findest du Theba. Er hat vor, Medo noch einmal anzugreifen. Sprich mit ihm, zusammen könnt ihr Pharmedo vielleicht aufhalten. Windtitan Pharmedo. Und wir haben eine Titanenquest. Fantastisch. Das bedeutet, für uns ist es jetzt erstmal Zeit. Zeit? Wo ist Kakariko hin? Nach Kakariko zurückzureisen, Freunde. Wenn ich wüsste, wo das jetzt war. Hä? Ja, hier. Taro Nihi Schrein. Tschüsskowski. Hey Drake! Danke für dein Haus und herzlich willkommen! Lauf faul, das kleine Geckolein. Natürlich, ich lauf doch nicht nach Kakariko zurück. Wie sehe ich denn aus? Hallöchen, na, wie geht's dir? Alles gut? Na so, was? Was treibt dich denn der hierher? Mensch, das freut mich. Hoi, du. Immer wieder eine kleine Überraschung, dich zu lesen. So, jetzt erstmal Kakariko hier. Hallöchen, Taro, nie schreien. Und was heißt hier überhaupt lauffaul, ja? Ich hab schließlich ganz Hyrule entdeckt, offscreen, ja? Da bin ich meilenweit gelaufen. Stimmt, wir könnten uns ja mal den Pfad des Helden nochmal anschauen. Ist bestimmt ganz witzig jetzt. Ja, ab der letzten Stelle im Prinzip, nicht wahr? Los geht's. Ist bestimmt spannend. Spur mal ein bisschen vor, geht das? Ja, da bin ich ein paar Mal gestorben, ne? Da bin ich ein bisschen geportet. Was habe ich da gemacht? Freunde, was zum Scheiß? Was ist das? Okay, ja. Fantastisch, ich hab's voll drauf. Mensch, zum Glück sterbe ich ja gar nicht in dem Spiel. Ich bin Überlebenskünstler. Fantastisch. Ja gut, dort unten in Nekluda irgendwie, da hat mich ja auch der Drache kaputt gemacht, ne? Also, wie ich immer am Turm sterbe, was ist das denn? Okay, dann bin ich dahin, dann bin ich wieder dahin, dann bin ich dahin, okay. Ja gut, ich bin schon viel geportet, aber ich bin auch sehr viel gelaufen, wie du sehen kannst. Und da auch nicht. Ich bin wirklich viel gelaufen. Was mache ich da? Ich bin Teleportationskünstler, wie man sehen kann. Sehr faszinierend auf jeden Fall. Was tue ich da? Aha. Was? Was? Okay, ja. Habe ich das da unten erforscht? Genau. Da den Turm mitgenommen. Mhm, dann bin ich dahin und dann dahin. Bin wieder dort gestorben, habe den Turm mitgenommen und den Turm mitgenommen. Von dort nach da. Dann war ich im Wald, ja, genau. Dann bin ich wieder nach Hause, okay. Ja, aha. Da habe ich den Turm mitgenommen. Da wäre ich fast vom Titanen verreckt. Worden. Da habe ich den Turm mitgenommen. Dann bin ich dahin wieder. Bin zu den Inseln, ja genau. Da war nichts mehr, dann bin ich wieder weg. Dann dahin. Ja gut, vielleicht bin ich doch ein bisschen lauffaul. Lass mich einfach... Ja, bist gelaufen, schon gelaufen.
Ja. durchgegart auf der Arbeit, aber sonst gut. Hab endlich Feierabend. Hyrule Warriors wieder in meinem Besitz und nun wieder gechillt. Oh, Hyrule Warriors, so ein geiles Spiel. Hey, ich hab gleich in den ersten 2 Minuten den Tod gefunden. Hier? Oder wo? Blamiert mein Freund. Hat doch die Klappe. Ich hab trotzdem offscreen innerhalb 2 Tagen jetzt ganz Hyrule entdeckt. Trotzdem, ja. Okay. Und ich hab sogar alle Erinnerungen markiert, die wir benötigen. Jetzt hier mal. Also, ich bin wirklich durchgerusht in den letzten so 10, 20 Stunden. In Breath of the Wild, da bin ich aber auch voll schnell verreckt irgendwie. Ja klar, greif ihn an in diesem Fall. Pups. Der spuckt ein paar Rubinchen aus, der Kleine. So. Ha, Freunde. Ab nach unten. Impa erwartet uns. Und ich habe jetzt schon 13 Herzen, ja? Ich habe ich habe fast 30 Schreine gemacht, auch noch. Also, da kann man trotzdem ein bisschen sagen, gut ab, oder? Ich meine, ich habe Hyrule Warriors nie gespielt und habe die Wii U-Fassung seit einem Jahr liegen gehabt. Okay. Da wird Zeit, Alter. Schau's dir an. Hyrule Warriors ist echt cool. Macht echt Fun. Hatte es auch für die Wii U. Werde ich mir definitiv auch auf die Switch holen. Hab ja keine Wii U mehr, ne? Impa, moin! Du erinnerst dich vielleicht nicht daran, aber du bist Ganon bereits einmal... Ja, das weiß ich schon, ne? Impa, wer sind denn die 4 Titanen? Oh, die 4 Titanen, so nennen wir die antiken Kriegsmaschinen der Sheikah. Sie wurden von den 4 Recken gesteuert, bevor sie Ganon zum Opfer fielen. Daruk vom Stamm der Goronen steuerte den Titanen Farudania. Rivali von den Orni kontrollierte Farmedo. Der Titan von Mipha, der Zora, nannte sich Faruta. Und Urbosa von den Gerudo steuerte Farnaboris. Ohne die Macht der Titanen wäre es aussichtslos, sich Ganon entgegenzustellen. Vor 100 Jahren wurden sie uns von Ganon entrissen. Jetzt ist die Zeit gekommen, sie uns zurückzuholen. Bei den 4 Völkern, die auch heute noch in Hyrule leben, findest du vielleicht Hinweise auf ihren Verbleib. Ja gut, das mit Orni, das war ja, ne? Nicht nur ein Hinweis, den sah man ja schon von meilenweit Entfernung. Das Licht des Sheikah-Steins wird dir den Weg weisen. Dorthin, wo du die Anführer der Völker treffen wirst. Danke. Ich kann dir nur mit meinem Wissen behilflich sein. Wenn du Fragen hast, werde ich sie beantworten. Danke, das war's. Dieser Anblick macht mich fast etwas wehmütig. Dieses Reckengewand war vor 100 Jahren fast so etwas wie ein Teil von dir. Es kommt mir vor, als wären wir zurück in jene Tage gereist. Link, rette die Prinzessin, rette Zelda. Es gibt die Prinzessin und Zelda? Hui. Hab die Wii U-Fassung meinem Bruder geschenkt und mir die Switch-Fassung eben gekauft. Ja, sehr geil. Was ist denn da los? Ja, schon super. Dann erstatte mir Berichte, wie du das Spiel denn fandest. Also wie gesagt, ich finde es ziemlich geil. Das macht echt Spaß. So viel dazu. Genau, jetzt wurden mir die Titanen markiert. Da ist der 4. Na, Hallöchen. Ah, da wollte ich ja eh noch hin. Na, da ist das, das Reich der Zoras. Da war ich ja auch noch nicht. Ich habe mir eben die Hauptsachen schon aufgehoben fürs Let's Play. Ich habe einfach nur die Karte aufgedeckt und Schreine gesammelt. Ja, und den haben wir auch gesehen. Ah, dann ist das Dorf der Goronen. Nice. Da muss ich aber erstmal hinkommen. Okay. Wald von Hyrule. Boah, da gehen wir gleich hin. Da gehen wir gleich hin. Da holen wir uns was richtig Tolles. Was ist das? Stimmt, da ist ein Meteor abgestürzt. Da ist die 2. Truhe, das DLC. Ja, von der Xenoblade Chronicles. Wir. Was habe ich denn da markiert? Hä? Wieso habe ich mir da was markiert? Hä? Okay, ich lasse es einfach mal. Was ich jetzt trotzdem noch tun wollte, ist... Irgendwie irrelevant geworden.
Egal, wir gehen trotzdem dahin. Turm der Hügel. Weil ich wollte trotzdem mit euch das Donnerplateau machen. Weil das einfach cool ist. Und danach gehen wir in den mysteriösen Wald. Und dann holen wir uns das Masterschwert. Mhm. Oh, Hateno fehlt ja auch noch. Machen wir zuerst Hateno und dann Masterschwert. Nee, doch nicht. Andersrum. Ich mach's doch andersrum. Uiuiui. Viel zu